ja lustig. Werd er immer wieder gefragt, Mensch, Ausbilder, was ist eigentlich in deiner Kindheit schiefgelaufen? Sagt nix. Warum? Verstehe ich gar nicht. Bin ganz normal groß geworden. Ich kann mich auch genau an den Tag meiner Geburt erinnern. Es war morgens um 4 Uhr pünktlich. Die Nabelschnur habe ich selber durchgebissen. Und als die Hebamme mir einen Klaps auf den Hintern gab, habe ich direkt zurückgehauen. Ja, ich wurde dann älter, bis wir haben auch dann Kindergeburtstag gefeiert. Ich war so 3-4 Jahre alt, aber wir haben nur einmal Kindergeburtstag gefeiert. Nicht, weil meine Eltern nicht mehr wollten. Es kamen keine Kinder mehr. Ja, ist gut. Irgendwie hatten die Kinder und ich so verschiedene Auffassungen von diesen Kindergeburtstagsspielen, weil bei blinde Kuh muss halt einer blind sein. Und Topfschlagen ist eben mit dem Topfschlagen. Und bei der Reise nach Jerusalem muss man halt erst durch den Gazastreifen. Sehr gern habe ich auch Verstecken gespielt im Keller. Ich habe nach genau 28,7 Sekunden alle Kinder gefunden. Gut, ich hatte ein Nachtsichtgerät. Im Kindergarten war ich dann auch und ich war ein sehr beliebtes Kind im Kindergarten. Ich hatte immer für alles eine Lösung. Den ganzen Turnbeutel vergessen, habe ich einfach den Turnbeutel an die Brust getackert. Seitdem heißt das Brustbeutel. Und wir hatten drei Gruppen bei uns im Kindergarten. Drei Gruppen, die Bärchengruppe, die Mäusegruppe und meine, die GSG 9 Mokadische Sondereinsatzgruppe. In der Schule war ich dann auch. Ich habe mich schnell zum Klassensprecher hochgeputscht, wählen lassen. Ich war auch zu Kompromissen bereit. Ich sagte, gut, auf dem Klo wird nicht geraucht, dafür im Klassenzimmer. Unser erster Wandertag, der ging bis nach Polen und zurück. Und Mathe war mein Fach. Mathe war mein Fach. Ich zählte niemanden zu meinen Freunden. Hab mit jedem abgerechnet. Dabei immer ordentlich abgezogen. Ich nur einmal verrechnet, da hat jemand seinen großen Bruder mitgebracht. Das war eine Bruchrechnung mit Wurzel 10. Ja. Kleiner Ausblick aus meiner Kindheit.